Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Big Farmer! Jo, 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 müssen wir eigentlich laden? Ja, oder? Ja, oder? Oder haben wir es geschafft? Ich bin gerade ernsthaft planlos. Haben wir es geschafft oder müssen wir laden? Leute, ich habe keine Ahnung. So weit ist das schon. Oh Mann. Jetzt muss ich tatsächlich einmal ins Let's Play gucken. Ich fasse es nicht. Und ihr erlebt das auch noch live mit, so peinlich ist das. Aber da habe ich es noch nicht geschafft. Und von wann ist das? Details. Am 13.11. Aber da war doch gerade gar kein Laden vom 13.11., oder? Nee, nur vom 6. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh oh. Oh oh. Aber das ist das, oder? Ist doch das vom letzten Mal. Ja, ist es auch. Oh, ich habe schon einen Schreck gekriegt, Alter. Juhu! So, jetzt muss ich mich aber trotzdem erstmal wieder reinfuchsen. Ich sollte echt nicht abbrechen zwischendurch. Was haben wir denn hier? Nee. Wir brauchen ja die angstmindernde Behandlung. A competitor has released a new product. Dafür brauchen wir den kryogenischen Blablabla. Der ist da oben. So. Wir bauen jetzt exakt das gleiche nochmal mit Angstmindern. Was brauchen wir dafür? Ein Relaxanz. Das da. Ne? So. Jetzt machen wir jetzt zwei tiefer. A competitor has released a new product. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei und eins. Da wäre es besser. Aber da wollen wir eigentlich gar nicht hin, weil es interessiert uns nicht. Wir müssen auf 4 bis 6 runter, also nochmal. A competitor has released a new product. Und dann muss ich wieder hoch. Der wäre mir gerade echt lieber, ne? Aber der dauert halt noch ewig.
Product name required. So. A competitor has released a new product. Hier gehen wir nochmal runter. Jo, ist ja gut. A competitor has completed a new patent. Das interessiert mich aber tatsächlich nicht wirklich. So. Weil wir das gleich am meisten brauchen werden. So, und dann bauen wir tatsächlich noch mal eine Reihe. Ich brauche doch gar keine Agglomeratoren. Mann. Insufficient funds. Ja, klar. Invalid position. So, jetzt würde ich aber gerne auf ihn warten. Das kann ich auch. Und danach geben wir es dem Autoklaven. A competitor has released a new product. Direkt rein da, du kriegst direkt eine Verbesserung, weil dich brauchen wir auch sofort. New World Event. Ah, da können wir eigentlich nochmal einen Agglomerator zwischenpacken. So, und jetzt geht es nämlich los, ein bisschen komplizierter zu werden. Erstmal können wir noch einen Verdampfer reinpacken. Und dann tatsächlich einen Tablettenkoffer draus machen. Weil wir jetzt ein reines Schlafmittel haben, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Product name required. A competitor has released a new product. So, da brauchen wir 8 für, okay. Jetzt wird's komplizierter. So, hier haben wir den Platz, das heißt, hier fangen wir doch mal an damit. Wir brauchen nochmal. Ja. Ja, da haben wir es ja auch schon. Und jetzt geht es einmal komplett runter. Wie lange dauert es, bis ich das habe? Noch 2 Monate, das ist schon ziemlich lang. Dann machen wir es uns einfacher. A competitor has released a new product. Rausgechappt, das wollte ich nicht. Insufficient funds. Jetzt geht das wieder los. Boah, da
kann ich auch ernsthaft warten, ey, bis das soweit ist. Ja, kann ich auch. Hier. Kaufen. 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 Bringt da rein gar nichts. Komplizierter Scheiß. A competitor has released a new product. Zu schlecht. Product name required. A competitor has released a new product. Product name required. Mal günstiger, weil dich brauchen wir überwiegend. New World Event. Losgehen. Ja, und da können wir tatsächlich zwei von machen. Wunderbar. Da haben wir schon mal Nummer 1. So, jetzt geht's hier weiter. Das müssen wir erst einmal kaufen. Ja, aber wir haben das rausgeschmissen. Das ist natürlich nicht so geil. Wie haben wir das denn hier geschafft? Wir sind einfach komplett hochgepusht. Machen wir das halt nochmal. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben, da müssen wir halt was mit reinbringen, würde ich sagen. Bringen wir das doch direkt nochmal mit rein. A competitor has released a new product. So, Loan repaid.
ist doch schon wunderbar. Wunderbar. So, jetzt müssen wir mit einem kryogenischen Kondensator runter. Nein, nicht raustappen. Das schon. Ist doch kacke. So, jetzt reicht's. Wie habe ich das hier gebaut? Pause. Zwei Ionisatoren habe ich. Ein Dissolver habe ich. So. Ich gehe das mal alle da in die Ecke. Invalid position. Ich mache das jetzt genauso weiter. Und noch einer. Dann kam der kryogenische Kondensator. Und zack, waren wir da. So, wieder Pause. Hiervon. Dann noch ein Ionisator. Was. Wunderbar. So, dann können wir hier. Nee, einer fehlt uns noch, ne? Nee. Wunderbar. Sehr gut. Hier brauchen wir 16. Jo. So. Sieht's hier aus. New loan available. Wird knapp, aber wir bauen nochmal so eine Strecke einfach. So, und wir fangen hier einfach damit an.
Insufficient upgrade points. Wir brauchen 2 Ionisatoren. Ein Dissolver. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Einen kryogenischen Kondensator. Insufficient funds. Oh, komm schon. Insufficient funds. Zwei Autoklaven. Insufficient funds. Insufficient funds. Invalid position. Und nach den 2 Autoklaven ein Ionisator. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Wunderbar, 2 Tablettendrucker bitte. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Insufficient funds. Könnte tatsächlich klappen, ne? Hammer. A competitor has released a new product. So, dann versuchen wir doch die Strecke nochmal zu bauen. Die Frage ist, reicht das? Ich glaube, wir gehen mal hier rüber. Ah, es wird alles ein bisschen eng, ne? Insufficient funds. Ja, ist gut. Wenn ich hier anfange. Insufficient upgrade points. So, ich will das mitnehmen. Dann brauche ich wieder 2 Ionisatoren.
Solver. Nach dem Dissolver 3 Agglomeratoren. New World Event. Kommt der kryogenische Kondensator? Danach zwei Autoklaven. Insufficient funds. Invalid position. Wenn ich vorher den Ionisator baue. Invalid okay. Position. Ja, ich hab's eh schon geschafft. Auch egal. Geschafft, Leute! Wuhu! Als Meister! Episch! Na gut, wir haben ja auch einmal gefailt. Aber so reicht das jetzt auch für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Thimbletech. Bye bye, Little Baddies!